Ja, großartig. Ladies Night im WDR 2 Glashaus und ich bin nur mit Typen hier. Wie Typen? Ja. Das hat so einen, Unterton. Was soll voll, so viele Ladies. Lass mal nur die Ladies jetzt rufen, damit du mal einen Eindruck kriegst. So, und wo sind die Jungs? Yeah. Wow, okay, und wo sind alle zusammen, die Ladies und die Jungs? So, Freunde, jetzt gibt's was fürs Auge. Ich kann nur noch mal empfehlen, Radio gucken, ne? Der WDR 2 Livestream. Wir begrüßen nämlich jetzt die Sherpa Trophy. Die kommen vorbei. Da sind sie. Seht ihr die kleinen Autos da? Das ist ja süß, das war mir nicht klar. Ferngesteuerte Autos. Aha, oh. Da sollten wir vielleicht mal unsere Glastür aufmachen und mal gucken. Was? Schaut mal, die sind beleuchtet weihnachtlich. Da können diese roten Limo-Trucks einpacken. So schön sehen die aus. Ein ferngesteuertes Auto. Hat sogar einen Anhänger hinten dran, auf dem ist ein schönes Plakat. Und da kommt ein ferngesteuertes Auto mit einem geschmückten Weihnachtsbaum oben auf dem Dach. Auf dem Plakat steht, wir sind dabei beim WDR 2 Weihnachtswunder. Und Jungs und Mädchen mit ihren Fernsteuerungen. Habt ihr das früher auch gemacht? Hattet ihr so Fernsteuerungen? Ja, wir sind Jungs. Also du hattest Aber mein großer Bruder hat es nie geschafft, hier diese Rampe und um die Ecke. Die fuhren mir immer in die Seite dann. Toll. Wo haben wir denn jetzt Mirko, Ilja und Patrick? Ich bin der Mirko, hallo. Hallo, grüß dich. Schön, herzlich willkommen, dass ihr da seid. Dankeschön. Von wo seid ihr denn jetzt mit den Autos? Seid ihr über die A42 gekommen? Die ist gesperrt, muss ich euch sagen. Ja, wegen uns natürlich. Wir sind von überall gekommen, von der A3, von der A59. Die weitesten sind heute aus Frankfurt angereist, extra für diese Ausfahrt, und viele kommen aus Köln, aus der Eifel, von überall. Aber erklärt uns mal dieses Hobby. Ich meine, jetzt fahrt ihr mit diesen Autos hier, ihr hört gar nicht auf. Wie kommen denn dann noch insgesamt? Da sind wir übrigens selbst sehr überwältigt von, wie viele Leute gekommen sind. Ja. Also kurz zu der Geschichte, zu der Aktion. Wir haben eine Weihnachtsfeier gemacht. Unsere Weihnachtsfeier ist, wir fahren irgendwo in den Wald, schmücken den weihnachtlich und dann fahren wir mit Expeditionsautos durch einen Wald. Und wir haben da ein Sparschwein stehen, wir bieten ein bisschen was zu essen an, ein bisschen was zu trinken. Und die Spenden, die unsere Gäste da reingetan haben, haben wir überlegt, die bringen wir euch hier zum Weihnachtswunder und wollten das dann schön inszenieren mit vielen Autos. Haben dazu eingeladen und ich weiß nicht. Siehe da. So weihnachtlich geschmückt. Wie viel sind es denn jetzt? 20. 20, ein echter Autokorso hier, ja, oder? Über den Gustav-Gründgens-Platz. In Miniatur. Genau. Toll, und alles selbst gebaut dann auch? Weil das kriegst du ja jetzt nicht so einfach im Laden, oder doch? Das ist tatsächlich sehr gemischt hier. Okay. Aber ganz selbst gebaut, inklusive Zweiganggetriebe selbst gebaut, andere Autos aus dem Bausatz fertig gebaut und selbst geschmückt. Also das ist teilweise Modellbau auf höchstem Niveau, aber auch ganz viel Spaß, viel Expeditionen. Aber vor allen Dingen ganz viel Geduld. Ne? Also ihr seid die geduldigsten ever, glaube ich. Sonst gibt nicht zu toppen. Vor allem diese leuchtenden Jungsaugen hier von Jan Malte und Thomas. Also nächste Woche ist ja Heiligabend. Vielleicht ist da noch mal was für euch auf dem Wunschzettel drin. Schatz, hast du zugeguckt? Ja. So, ihr Lieben, ihr habt gesagt, ihr habt gesammelt bei der Weihnachtsfeier. Wie viel ist zusammengekommen? Also bei der Weihnachtsfeier haben wir ein bisschen was zusammengekommen und haben hier das Sparschwein mitgenommen. Das ist nochmal gefüllt worden. Und wir bringen euch jetzt 434 Euro. Super. Sehr schön. Herzlichen Dank. Applaus auch vom ganzen Platz dafür. Und nur mal, ich weiß nicht, ob ihr heute Morgen das mitbekommen habt. Wir sind ja heute bei der ersten, beim ersten Spendenbetrag gelandet und wissen, was wir so ungefähr jetzt schon mal bis hierhin eingesammelt haben und ihr uns gespendet habt. Und wir waren bei knapp 1,8 Millionen Euro. Also alles, was bei euch dazukommt, das ist euer Verdienst. Das ist nur euer WDR 2 Weihnachtswunder. Toll. Jetzt, da hinten ist eine Glühweinbude, don't drink and drive. Ne? Auch bei Modellautos gilt das. Kommt gut nach Hause. Ach, keiner von uns. Frohe Weihnachten. Dankeschön. Und Dankeschön. Vielen Dank. Und wir machen weiter mit dem nächsten Musikwunsch. Steffi Häuser aus Rheinberg, 30 Euro. Vielen Dank für das Weihnachtswunder und wünscht sich Bring Me to Life von Evanescence.